Woher wissen wir, was in Gaza passiert? Seit dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober blickt die ganze Welt auf Israel und Gaza. Berichterstattung über Konflikte ist immer schwierig. In diesem Krieg aber ist ein Hauptschauplatz für JournalistInnen kaum zugänglich. In Gaza machen die israelischen Bombardierungen und die allgegenwärtige Kontrolle der Hamas freie Berichterstattung nahezu unmöglich. Social Media ist voll von eindrücklichen Bildern, Emotionen und Infoschnipseln. Nur manchmal ohne jeden Kontext. Nachrichtenredaktionen dagegen müssen ein vollständiges und ein differenziertes Bild vermitteln. Besonders hoch ist der Anspruch an die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen und Magazine. Woher bekommen sie Informationen aus Gaza? Woher Fotos und Videos? Wie werden sie ausgewählt? Und zeichnen sie ein vollständiges Bild? Bilder von der Notaufnahme eines Krankenhauses in Gaza. Gedreht hat sie ein Team, das für die ARD im Gazastreifen arbeitet. Es sind sogenannte Stringer, wie die Mitarbeiterin Amira die Augen und Ohren der AuslandskorrespondentInnen sind. Hello everyone, we still survive until today. I saw many families, they are going to go back to their homes. Some of them, they come back actually from south of Gaza. They were witnessing what happened yesterday for the people who tried to flee to the south and they were bombed. Diese Sprachnachricht erreicht das ARD-Studio in Tel Aviv, bevor die Mitarbeiterin selbst in den Süden von Gaza flieht. Stringer sind derzeit ihre wichtigste Quelle, erzählt uns ARD-Korrespondent Christian Limpert. Eigenständig und unabhängig nach Gaza einreisen können JournalistInnen derzeit nach eigenen Angaben nicht. Menschlich nimmt uns das alle mit, weil wir alle schon dort waren, weil wir das Team, das für uns arbeitet, kennen. Eine Mitarbeiterin dort hat Kinder und wir wissen, dass sie einfach irgendwo im Süden gerade versucht klarzukommen. Wir sind über jedes Lebenszeichen froh und wir haben auch alle Angst, dass denen was Schlimmes passiert. Professionell gesehen wissen wir auch, dass ihnen auch die Arbeit hilft, weil sie es ablenkt und dass sie sich oft die größte Sorge darüber machen, dass sie uns keine guten Informationen geben können, weil das ist die Lage, die wir gerade haben. Die können sich dort gerade nicht frei bewegen. Die kommen im Prinzip überhaupt nicht an andere Recherchequellen ran, als an das, was die Hamas ohnehin verbreitet oder halt an das, was sie sehen, wovon sie berichten können. Aber wenn wir über Opferzahlen reden, über die Folgen von Raketenangriffen, dann ist auch unser Team gerade nicht in der Lage, das, sag ich mal, mit einer gewissen Relevanz und Verlässlichkeit einzuordnen. Sowohl die ARD als auch das ZDF haben ein Studio in Tel Aviv. Von hier aus berichten sie über Israel und die palästinensischen Gebiete. Beliefern mit ihren Beiträgen unter anderem die Tagesschau oder das Heute-Journal. Es ist natürlich sehr schwierig auch, da wir zum Beispiel nicht sehr nah an den Gazastreifen heranzukommen, sich ein tatsächliches Bild von diesem Krieg zu machen. Wir sind angewiesen auf das, was wir bekommen. Das kann man quasi nur dadurch überbrücken, indem man sehr vorsichtig ist und das auch in der Berichterstattung, in den Schalten sagt. Es gibt noch keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Es gibt keine weiteren konkreten Informationen dazu. Das sind Informationen, die zum Teil noch gar nicht bekannt sind. Im stark umkämpften Norden des Gazastreifens hat auch das ZDF derzeit keine eigenen Beobachter vor Ort. Der Norden ist für uns im Prinzip blind. Wir bekommen Material von den israelischen Streitkräften, wo man immer grundsätzlich natürlich auch fragen muss, ist das alles richtig? Ist das der richtige Ausschnitt? Wo wird da nicht hingeguckt? Aber wir haben sonst kein Material. Es gibt ab und zu mal auf Social Media gibt es Videoclips von arabischen Journalisten, deren Agenturmaterial wir auch teilweise bekommen. Aber auch da müssen wir prüfen, wie zuverlässig ist das. Aber eigenes Material aus dem Norden haben wir derzeit und wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht. Viele Medien greifen deshalb auf Material internationaler Presseagenturen wie AFP zurück. Doch diese Bilder zeigen, wie das Büro der Agentur getroffen wird. Dass die Berichterstattung nur sehr eingeschränkt möglich ist, liegt laut Reporter ohne Grenzen am Bombardement der israelischen Armee, an den daraus folgenden Blackouts bei Internet- und Telefonverbindungen, aber auch daran, dass die regierende Hamas die Bevölkerung nicht schütze, sondern für ihre Zwecke benutze.
So wie der Journalist Abu Hattab sind nach Angaben des Committee to Protect Journalists bis zum 9. November in diesem Krieg bereits 39 Journalisten ums Leben gekommen. 34 davon Palästinenser. Die israelische Armee sagt, sie könne für ihre Sicherheit nicht garantieren. Wie in jedem Krieg ringen auch im Nahen Osten beide Parteien um die Deutungshoheit, sagt Tom Würdemann. Die palästinensische Seite, und das ist auch ein Phänomen in der arabischen Medienwelt schon seit vielen Jahrzehnten, setzt sehr stark auf Bilder. Es gibt auch eine niedrigere, ich sag mal, Schwelle für das Zeigen von teilweise sehr brutalen, sehr grausamen Bildern. Und es ist tatsächlich so, dass sehr grausame Bilder aus Gaza schon seit anderthalb Jahrzehnten den Mediendiskurs in der arabischen Welt sehr stark bestimmen. Und das wird auf der Seite in Gaza auch sehr bewusst so gemacht, was damit begründet wird, dass man sagt, wir haben eigentlich sozusagen auf unserer Seite nichts anderes als die Medienöffentlichkeit der Welt. Die Terrororganisation Hamas kontrolliert nicht nur die Informationen, sondern verfolgt auch ein bestimmtes Narrativ. Medien müssen Angaben aus Gaza also unbedingt prüfen. Genau das ist am 17. Oktober aber offenbar nicht passiert. Im Innenhof des Al-Ali-Krankenhauses kommt es am Abend zu einer großen Explosion. Zunächst vermelden Nachrichtenagenturen die Darstellung der Hamas, nach der das Krankenhaus von einer israelischen Rakete getroffen worden sei und etwa 500 Menschen starben. Das israelische Militär widerspricht dieser Darstellung später, doch da ist die Nachricht schon in der Welt. Selbst Medien wie die New York Times müssen ihre Schlagzeile mehrmals korrigieren. Bis heute versuchen ExpertInnen zu rekonstruieren, was tatsächlich passiert ist. Viele Menschen suchen in den sozialen Medien nach Informationen und vor allem nach Bildern. Wie groß die Nachfrage ist, zeigt dieses Beispiel. And I'll show you the massive destruction that happened to the Zahra city in the middle of the strip. More than 14 residential towers got destroyed by the Israeli airstrikes. Imagine how many people have been homeless and lost their places. Motas Azaiza bezeichnet sich selbst als unabhängigen Fotojournalisten. Er arbeitet mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk für palästinensische Geflüchtete zusammen. Seit Beginn des Krieges hat sein Instagram-Account über 10 Millionen Follower dazubekommen. Er zeigt Leid und Zerstörung in Gaza aus palästinensischer Perspektive, oft begleitet durch persönliche Eindrücke. Sollten die Medien mehr von solchen emotionalen Bildern und Videos zeigen? Das fordern zumindest viele in den Kommentarspalten diverser Plattformen. Immer wieder lesen wir den Vorwurf, das Leid der Palästinenser werde nicht richtig abgebildet. Was bedeutet diese Diskrepanz zwischen den Bildern in sozialen Medien und den Bildern in Nachrichtensendungen? Wir sind da ja bei einem ganz übergeordneten Problem, nämlich dass Zuschauerinnen, Zuschauer oder Nutzerinnen, Nutzer gerade in den sozialen Medien da zunächst das finden und suchen, was ihr eigenes Vorurteil bestätigt und nicht die Argumente der Gegenseite. So, das ist ja mal das Grundproblem, dass uns dann vorgeworfen wird, ihr bestätigt nicht meine Vorurteile, ja? Ihr zeigt andere Dinge, die mit dem, was ich mir irgendwie zurechtgelegt habe, nicht zusammenpassen und ich bin nicht mehr bereit, das dann als glaubwürdig einzuschätzen. Tom Würdemann findet, Bilder sind unverzichtbar, doch ihr Kontext sei noch viel wichtiger. Ein Bild selber sagt erstmal nichts. Man kann das sehr scharf ausdrücken. Bilder sind, wenn sie ohne Kontext dargestellt werden, der Feind von Aufklärung über die Wahrheit in Konflikten. Denn Bilder emotionalisieren, wenn es Bilder von Gräueltaten sind, emotionalisieren, aber sie verraten einen nichts über den Kontext, in dem das Bild entstanden ist. Dieser Kontext kann aus einer propagandistischen, aus einer ideologischen oder auch aus einer ehrlich empfundenen subjektiven Sicht eingeordnet werden, wie das die Person will, die das Bild verbreitet. Und wenn man drauf guckt auf das Bild, ohne das Hintergrundwissen zu haben, das technische Wissen, dieses Bild einzuordnen, dann wird man durch die Emotionalisierung möglicherweise in eine Richtung gedrängt, die gar nicht der Wahrheit entspricht. Deswegen ist das Einordnen von Bildern wichtiger als das Bild selbst. Aber welche Bilder werden dem Krieg gerecht? Die Totale einer Explosion, bei der sich der Schaden nur erahnen lässt? Oder müssen wir mehr persönliche Geschichten sehen? Von Familien und Kindern,
Auch Verletzte und Tote? Warum würden Sie sagen, dass Ihre Berichte da vielleicht etwas zurückhaltender sind? Das liegt an einer klaren Selbstbeschränkung. Wir zeigen keine entwürdigenden Bilder von Toten. Wir zeigen keine massakrierten Menschen. Das gilt ja auch für die Bilder vom Terrorangriff der Hamas in Israel. Da zeigen wir auch Bilder nicht, die, sage ich mal, das israelische Militär jetzt zum Beispiel veröffentlicht hat, die im Prinzip die Grausamkeit dieses Angriffs zeigen. Und da, auch da sagen wir, das sind Bilder, die, klar, die sind in den sozialen Medien, aber wir zeigen sie nicht in den Beiträgen, die wir machen. Jenseits einzelner Berichte über persönliche Schicksale aus Gaza bleiben die Bilder in den Hauptnachrichten manchmal abstrakt. Darüber hätten wir gerne auch mit ARD aktuell gesprochen. Die Redaktion trägt die inhaltliche Verantwortung für Berichte in Tagesschau und Tagesthemen. Ein Interview bekommen wir nicht. Schriftlich erklärt die Redaktion: Wir bemühen uns um eine insgesamt zurückhaltende Art der Darstellung und um eine Einordnung des Geschehens in seinen politischen Zusammenhang. Immer wieder werden die öffentlich-rechtlichen Sender für ihre Zurückhaltung kritisiert. Den Nachrichten gelänge es insbesondere nicht, das Leid der Menschen in Gaza ausreichend zu vermitteln. Wir haben die Möglichkeit dazu, mit Anne Gerlinek zu sprechen. Sie leitet im ZDF die Hauptredaktion Aktuelles und moderiert auch selbst das Heute-Journal. Was sagen Sie dazu, diesem Vorwurf der Einseitigkeit? Natürlich versuchen wir sowohl die Schicksale in Israel zu berichten, als auch natürlich die Folgen der Luftangriffe der Israelis auf Gaza. In der Gesamtschau würde ich sagen, also ich glaube, wir diskutieren wirklich jeden Tag darüber, ist das ausgewogen, ist das nicht ausgewogen, haben wir palästinensische Stimmen, haben wir israelische, haben wir zu viel israelische Stimmen oder haben wir zu viele arabische. Wir versuchen in der Gesamtschau sehr ausgewogen zu sein. Dazu gehört auch die Frage nach der richtigen Wortwahl. Auf X werden Auszüge aus angeblichen ARD-Sprachregelungen veröffentlicht. Wir sollten dabei aber nicht ausblenden, dass die Hamas den aktuellen Konflikt begonnen hat. Bei der Reaktion der israelischen Armee sollten wir stets klar machen, dass es sich in der Regel um Angriffe auf militärische Ziele handelt. Der Vorwurf? Pro-israelisches Framing. Die Zitate stammen aus einer Mail an Mitarbeitende von Tagesschau und Tagesthemen vom 9. Oktober. Also 2 Tage nach dem Terrorangriff der Hamas. Darin wird auch deutlich, dass es sich um aktuelle Hinweise, keine grundsätzlichen Vorgaben handelt. Auf unsere Anfrage betont die Redaktion, es seien Hinweise und Empfehlungen, die auf Positionen von Expertinnen und Experten sowie auf anerkannten Quellen beruhen. Die Redaktion von ARD Aktuell arbeitet in einem 24/7-Schichtbetrieb. Vor allem für Mitarbeitende in den Randzeiten sind solche Informationen per Mail wichtig. Das werde auch bei anderen Themen so gehandhabt. Die Sensibilität bei diesem Thema ist groß. Kritik und Misstrauen von allen Seiten. Für manche reicht ein falsches Wort. Schon sind die Medien tendenziös und unglaubwürdig. Im Heute-Journal habe ich wirklich die Researcherin gebeten und gesagt, boah, nimm jeden Satz von mir auseinander und überprüf den nochmal, ob man das so sagen kann. Ja. Also das ist schon, also ich empfinde das schon als auch eine besondere Aufgabe, das eben so zu prüfen, dass da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Genau sein und nachprüfen. Das macht auch die Arbeit von Jörn Ratering und dem 7-köpfigen Verifikationsteam beim ZDF aus. Täglich checken hier 2 bis 3 Personen Informationen und Bilder für die Nachrichtensendungen. Bitte Schmerzen. Die Kollegin verifiziert das. Wir haben ganz, ganz häufig solche Videos, die dann kommen. Das soll jetzt angeblich zeigen, ein Beschuss im Gazastreifen der israelischen Armee. Und geteilt hat das Ganze jemand aus dem Umfeld von Netanyahu auf seinem Account. Das ist jetzt so ein typisches Beispiel, weil dieses Video ist in echt seit 2021 ist dieses Video bekannt im Internet, wird immer wieder gebracht, wenn es irgendwas im Gazastreifen passiert. Und das Video ist einfach faktisch alt und zeigt nicht den aktuellen Konflikt. Während RedakteurInnen am Inhalt der Sendung arbeiten, verifiziert das Faktenteam parallel das Material. Solche Strukturen gibt es nicht in allen Redaktionen. Ein Fehler wäre schlimm und es versendet sich nichts mehr. Und Informationen und Wahrheitsgehalt, das ist unser Geschäft und dafür stehen wir ja auch. Deswegen ist das für uns mittlerweile unerlässlich, was wir eigentlich hier machen.
Und wir sehen das ja, mit einer großen Verantwortung mittlerweile verbunden. Nicht selten müssen die Sender auf fremdes Bildmaterial zurückgreifen. Durch das Faktenteam wird die Auswahl an verifiziertem Material größer. Die Frage, welche Bilder Nachrichtensendungen eigentlich zeigen sollten, um vollständig zu berichten, ist damit aber nicht beantwortet. Beide Seiten versuchen mit Bildern zu zeigen, dass der jeweils andere der viel schlimmere und bösere Gegner ist. Wir stehen praktisch dazwischen, ja, und wir sehen, mal ganz einfach gesagt, das Leid auf beiden Seiten. Aber da beginnt schon das Problem. Ja? Wie wägt man Leid ab? Und das ist die tägliche Arbeit, das ist die tägliche Herausforderung. Und ich habe da keine Lösung dafür. Die Lösung gibt es vielleicht nicht. Mit diesem Dilemma müssen nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern wir alle leben.